Ja, einen schönen guten Morgen von unserer Seite. Herzlich willkommen und danke fürs Kommen. Es ist außergewöhnlich, dass eine Partei aufgrund der Resultate ihrer Vorstandssitzung wahrscheinlich eine Pressekonferenz gibt, aber nachdem diese Vorstandssitzung rein inhaltlich etwas über die normalen Tätigkeiten eines Vorstandes hinausgeht, haben wir zu dieser Pressekonferenz geladen und bedanken mich nochmal fürs Kommen. Erster Teil dieser Vorstandssitzung, die wir am Montag abgehalten haben, war jetzt die Nachbesetzung unserer zurück- und ausgetretenen Spitzenkandidatin und gleichzeitig Obfrau. Wir dürfen mal kurz darüber berichten und weiters ging es in dieser Vorstandssitzung auch darum, wie wir die zukünftigen Sondierungs- und eventuell im Raum stehenden Koalitionsgespräche mit der Südtiroler Volkspartei sehen. Zum ersten Teil, laut unseren Statuten und Beauftragung des Vorstandes werden in der Zwischenzeit bis zu einem Wahlparteitag im Frühjahr 2024 Kollege Otto Malknecht und ich, Roland Stauder, den Vorsitz der Freiheitlichen Partei übernehmen und vorwiegend jetzt auf die Basisarbeit und die Vermarktung unserer Arbeit setzen. Wir haben gesehen, nach dem nicht zufriedenstellenden Wahlergebnis, dass wir hier einiges zu tun haben, in unsere Basisarbeit jetzt wieder investieren werden und in unser politisches Marketing. Wir haben gesehen, dass mit den urfreiheitlichen Themen Wahlen gewonnen wurden, leider nicht von uns, sondern von anderen Parteien und deshalb hier in diesem Bereich einiges neu beleben müssen und uns fit für die Zukunft machen müssen. Darüber hinaus hat eben auch der Vorstand zu den anstehenden Sondierungsgesprächen einige Entscheidungen getroffen und dazu Kollege Malknecht. Ja, wie Sie wissen, wird der Landeshauptmann am 13. November mit allen im Landtag vertretenen Parteien erste Sondierungsgespräche führen. Auch wir werden danach daran teilnehmen. Falls es dann im Zuge dieser ersten Gespräche dann noch von Seiten der SVP zu Interesse an einer weiteren Gesprächen gäbe oder gibt, dann sind wir Freiheitlichen dazu bereit. Wir haben momentan noch, nachdem wir auch nicht wissen, ob wir eingeladen werden, keine konkreten Forderungen, aber falls eine Zusammenarbeit mit den Freiheitlichen gewünscht ist, dann wird das nur dann möglich sein, wenn in einem etwaigen Koalitionsabkommen auch eine blaue Handschrift erkennbar ist. Das heißt, wir werden sicher nicht nur uns mit irgendwelchen Posten zufrieden geben und irgendwelchen Zusagen, sondern falls mit uns eine Regierungszusammenarbeit gewünscht ist, dann nur auf der Basis eines konkreten Arbeitsprogrammes, wo die Südtiroler auch merken, dass da auch die Freiheitlichen dabei sind und die freiheitlichen Positionen auch erkennbar sind.